ich weiß noch ganz genau, das war, glaube ich, vor 2 Jahren, wie mich der Bertram zum allerersten Mal angesprochen hat auf das Projekt. Das war kurz nachdem er fertig geworden ist und mit seinem ersten Projekt natürlich. Und ja, anfangs war ich sehr skeptisch, aber später dann hat er mal ein paar Skizzen gezeigt und dann bin ich wirklich überzeugt gewesen, weil das hat sehr, sehr gut ausgeschaut, was ich da gesehen habe. Als ich den Bertram bei einer Party getroffen habe, hat er mir von seiner Idee erzählt, von einem Splatter. Und ich habe mir gedacht, Splatter wäre mal was ganz anderes von den vorigen Filmen, die ich gemacht habe. Ich habe schon vorher seine Projekte gesehen und ich habe wirklich erkannt, dass er Potenzial hat. Und deswegen habe ich ihn sofort als erstes natürlich angefragt, ob er sich nicht den Film von Pete anschauen will. Und wie er ihn gesehen hat, hat er sofort gesagt, ja, das ist der richtige Regisseur. Durch das, dass wir vom Budget her sehr niedrig waren, hat sich das ergeben, dass wir selber spielen oder dass wir halt ja, die schlechtesten und billigsten Schauspieler nehmen, die wir kriegen können. Dann habe ich gehört, dass der Peter Regisseur ist und da habe ich dann einfach nicht nachsagen können. Das war gar nicht gegangen, weil ich wollte mit dem Menschen schon mein ganzes Leben zusammenarbeiten. Effekte war von Anfang an klar, dass das der Bertram macht, weil das ist wirklich sein Ding, die Effekte. Und da haben wir ihn voll der Hand überlassen und er hat es wirklich, wirklich gut umgesetzt. Also die Effekte kann man mit jedem Hollywood-Film anmessen. Von dem Kunstblut hat es mich schon so geregt einfach. Das war arg. Die Erfahrungen, die was ich da mitgenommen habe, von dem Dreh, die will ich mein ganzes Leben nie vergessen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Endresultat, also ich glaube, da hätten wir kaum mehr rausholen können. In circa 6 Monaten kommt der Director's Cut und ja, und vielleicht ein Jahr später die Unrated, wer weiß. Wir hoffen auf einen Oscar.